Schon als Kind haben sie davon geträumt, Tierarzt zu werden. Dafür müssen die Welschen auf Bern studieren. An der Uni sind sie meistens über den Bücher gehockt und haben kaum mit Tieren zu tun gehabt. Jetzt müssen sie rund um die Uhr für einen Einsatz parat sein. Der Berufsalltag ist hart. 24 Stunden, 7 Tage. Darum wird jeder Vierte den Traumberuf auch wieder aufgeben. Wir haben drei von diesen jungen Tierärzten begleitet. Gwenael macht eine Spezialausbildung für neuartige Haustiere und arbeitet im Moment in einer Praxis im Kanton Waadt. Der William macht ein Volontariat in der Notfallstation vom Berner Tierspital. In dem hochmodernen Spital hat er mit kritischen und manchmal auch hoffnungslosen Fällen zu tun. Eleonore hat sich den Kühen verschrieben und arbeitet als Landtierärztin in Borontruy. Es ist ein anstrengender Beruf und man weiss nie zum Voraus, wie lang der Tag wird. Und das sind's, unsere jungen Tierärzte. Es ist 8 Uhr am Morgen. In der Tierpraxis à Jouvet in Borontruy läutet schon das Telefon und Eleonore fährt sofort los. Gerade nach dem Studium hat die damals 25-jährige frischbachene Tierärztin die Stelle in Borontruy gefunden und ist jetzt seit einem Jahr im Jura unterwegs. Immer mit guter Laune. Ich wollte schon immer Tierärztin werden. Als ich das erste Mal einen Welpen im Arm hatte, habe ich mir gesagt, ich mache alles für dich und dir wird überhaupt nichts passieren. So hat es angefangen. Eleonore ist ein Stadtkind, aber sie hat schon immer aufs Land arbeiten, wo es viele Tiere hat. Tiere sind für mich Wesen, die sich den Menschen gegenüber nicht wirklich wehren können. Darum sehe ich es als meine Aufgabe, sie zu beschützen. Los geht's. Eleonore ist beim Fernand in Grandfontaine. Wenn die Kühe kalbern, ist der Bauer Tag und Nacht auf der Beine. Wenn man Fee hat, dann ist man schon immer auf Trab oder ein bisschen gestresst. Voilà, ich gehe jeden Abend in den Stall schauen. So schlafe ich nachher viel besser. Oh, es liegt richtig. Dann müssen wir aber nachher helfen, gell? Voilà. Heute Morgen bringt Bivette ein Kälbchen auf die Welt. Was ist es? Ein Weibli? Ja! Heute ist ein guter Tag. Es ist immer schön zu sehen, wie so ein Junges das erste Mal schnauft und wie die Mutter von uns beschützen will. Wenn ein Kälbli dank meiner Hilfe lebendig auf die Welt kommt, vergesse ich alles, was schlecht gelaufen ist in dieser Woche. Solche Geburten geben der Eleonore auch die Gelegenheit, sich bei den Bauern in der Region zu bewähren. Sali, Schätzeli. Sorry. Beim ersten Besuch auf einem Bauernhof kommt man sich manchmal ein bisschen daneben vor. Aber nicht etwa, weil man das Gefühl hat, man sei da in einer Männerwelt. Es gibt ja auch immer mehr Frauen, die Bauern. Es ist mehr, weil ich noch jung und unerfahren war. Ich habe einen sehr guten Einstieg in den Beruf erlebt. Weil ich viel Vertrauen bekommen habe und viel Verständnis von allen. Alle waren super mit mir. Am 8. ist gut. Ja, das geht. Am 8. Ja, sehr gut. Alles gut, also, habe einen ganz schönen Tag. Sonntag, jetzt hast du schon wieder Nicole gesagt. Ich habe manchmal ein Knusch im Kopf. Nehmen. Muss entschuldigen. Es ist Sonntag. Ich bringe dich einfach ein bisschen durcheinander. Also, vielen also, Dank. Gut. Gern geschehen, gern geschehen. Der Fernand hat Eleonore zum ersten Mal «du» gesagt. Das heisst, er hat Vertrauen in sie. Auch für den William in Bern fängt ein neuer Tag an. Der junge Tierarzt tritt voll in die Pedale und hat einen klaren Weg vor sich. Er will Tierchirurg werden. Mit 4 hat man mich gefragt, was ich werden will. Und ich habe gegen Tierarzt gesehen und nie etwas anderes. Einfach Tierarzt. Kaum hat ein Diplom im Sack, hat William ein Praktikum im Tierspital zu Bern angefangen. Der Wechsel vom Studium in die Praxis war brutal. Jetzt geht es um lebendige Tiere, um echte Fälle. Da kann man nicht mehr sagen, dass sie so, ja, hey, nur so eine Übungssache. Man muss sich total konzentrieren, das ist manchmal schon schwierig. Und das ist vor allem neben den ganzen Tag. Der William trägt eine grosse Verantwortung.
Er arbeitet in der Notfallstation vom hochmodernen Berner Tierspital, wo Tiere aus der ganzen Schweiz aufnimmt. Gerade wird ein schwer verletzter Hund reingefahren. Es ist der Falco, ein 7-jähriger Border Collie aus dem Kanton Neuenburg. Gerade nach dem Unfall ist er schon von einem Tierarzt notversorgt worden. Das ist ein Hund, der mehrere Kilometer von einem Auto mitgeschleppt wurde. Und allen vier Beinverletzungen bis auf die Knochen haben. Sie hat die Narkose gewaschen und gereinigt, aber keine Röntgen gemacht. Oder sonst irgendetwas. Also ja, aber sonst ist er anscheinend stabil. Aber es ist wirklich sehr unschön. Und das steht alles auf dem Bericht, was also er bekommen hat. Also ist stabilisiert worden vom Tierarzt? Ja, okay, genau. Der Besitzer macht sich grosse Sorgen. Als er heute Morgen arbeiten ging, hatte er keine Ahnung, dass sein Hund einen Unfall hatte. Der Hund war vor dem Haus an einem langen Seil angebunden. Und dann ist ein Lieferwagen vorgefahren und das Seil hat sich irgendwie um die Räder herum verfangen. Der Wagen abgefahren ist, hat er den Hund mitgeschleift. Etwa einen Kilometer bis ins Dorf. Er hat ihn über einen Kilometer neben sich hergeschleift. Ja, Kilometer steht, ja. Ja. Der William ist schockiert. So einen schweren Fall hat er noch nie gehabt. Die Pfoten vom Falco sind bis auf die Knochen abgeschürft. Also. So etwas sieht man nicht jeden Tag. Wir müssen mit schweren Hautverletzungen und vermutlich auch mit einem Bruch rechnen. Auch die Lunge könnte verletzt sein oder hat innere Verletzungen in der Kopfregion. Vor allem, wenn man denkt, dass der Lieferwagen durch 30er- und 50er-Zone gefahren ist, kann man sich vorstellen, wenn er abgebunden war bei 30, 50 Stundenkilometern, es produziert nichts Schönes. Der William probiert ruhig zu bleiben, aber die Zeit drängt. Wenn auch innere Organe verletzt sind, kann der Hund jeden Moment sterben. Also ich möchte einfach zuerst den Blutdruck messen, um zu schauen, ob er stabil ist. Also dann bringst du nicht den Topper. Ist da? Der Topper ist da. Ja, mega. Im Moment ist der Falco stabil, aber der William traut sich nicht allein an diese Verletzungen. Er fragt seine Chefin um Rat. Er ist weit geschlüpft worden. Er hat offene Wunden, da an allen vier Pfoten. Ich habe es nicht untersucht, weil in meiner... Das musst du unter Anästhesie machen. Ja, das meine ich. Ja, es ist besser, wenn wir alles unter Anästhesie machen. Es ist schneller. Ja, ja. Ja. Und schmerzloser. Ja, genau. Der Hund hat Morphium bekommen, sonst könnte er die wahnsinnigen Schmerzen gar nicht aushalten. Darum ist er auch so ruhig, ganz anders als sonst. Er ist immer gut gelaunt und ja, darum lasse ich auch immer alleine im Milchkasten. Wird der Falco je wieder laufen können oder muss man ihm die Pfoten amputieren? Jetzt hat William nochmals eine schwierige Aufgabe, das Gespräch mit dem Besitzer. Herr Monro, ja. Guten Tag miteinander, Bonnel. Grüß dich. Guten Tag. Also könntet ihr mit mir ins Sprechzimmer kommen, dann könnten wir das besprechen, weil euch das recht ist. Ja, sicher. Ja, ist gut. Das machen wir doch. Bitte schön. Die merken sofort, wenn man unsicher ist, Besitzer, die dir gerade reklamieren und sagen es dir gerade raus, wenn etwas nicht geht oder wenn etwas nicht stimmt. Also, ich habe jetzt die erste Untersuchung gemacht beim Falco. Aber es wäre gut, wenn man jetzt die Auswertung macht unter Anästhesie und so könnte man das Ausmaß des Schaden, wenn ich das so sagen darf. Er ist ja geschleift worden. Ja, ja, voilà, genau. Ich denke, er hat nicht schnell genug springen und ist dann mit dem Brustkorb aufgekommen. Okay. Sicher ist, Verletzungen gäbe es hier auf den Knochen. Es gibt ein gewisses Risiko. Bei so offenen Wunden ist das Risiko gross für eine Infektion. Darum kann man nicht ausschließen, dass man vielleicht eine Amputation müsste vorne. Wenn es wirklich so ist, dass die Verletzungen zu schwer sind, dann müssen wir es wirklich ehrlich sagen. Dann weiss ich, woran ich bin. Ich muss einfach wissen, woran ich bin. Dass man offen und ehrlich mit mir redet und alles sagt. Für mich ist es sehr wichtig, dass man offen mit mir redet. Dass man mir einfach sagt, wenn es dem Hund wirklich schlecht geht und dass man nicht alles unnötig verlängert, das bringt nichts. Das ist sicher hart, aber wenn man die Entscheidung treffen muss, ja, dann... Okay, also, ich rufe euch so gegen Abend an und gebe Bescheid. Ja, ich hoffe, es kommt gut. Wenn es besser ist, dass man ihn einschlafen tut, weil er sonst zu fest leidet, das tut weh. Schwierig.
Jetzt, als er nicht mehr da ist, ist alles still. Ein Haus, also kein Geräusch, kein Hund, der gestrichelt werden will. Es ist komisch, so ein leeres Haus. Der Falco kommt auf die Intensivstation, bis er operiert wird. Es ist noch früh am Morgen. Die Tierarztpraxis Zoll am Genfersee hat gerade erst aufgemacht. Gwenael ist 24 und hat nach dem Diplom hier ihre erste Stelle gefunden. Nein, du kannst ihn doch nicht an den Händchen nuckeln. Anstatt die Kaffeepause geht sie zu ihrem Marderbaby und gibt ihm den Shoppen. Sie liebt Tiere über alles. Ja, Nagetier, Tigus, Hamster, Rennmäus. Und gemacht habe ich natürlich viel, viel Dog-Sitting. Du hast doch schon gehabt. Willst du noch mehr? Es wird noch mehr. Schau, der Zuckerflex. Das Marderbaby ist heute Morgen in einem Stall gefunden und gerade in die Praxis gebracht worden. Jetzt muss man es alle zwei Stunden füttern. Voilà! Jetzt bist du super. Noch eins? Ich habe gerne Wildtiere und darum interessiere ich mich die neuen Haustierarten. Es ist jedes Mal eine Herausforderung, zu sehen, ob und wie man so ein Tier retten kann. Und das finde ich interessant. Gwenael will sich auf neue Haustierarten spezialisieren. Das sind vor allem Nagetiere, Vögel, Fisch und Reptilien. Heute kommt sie auf ihre Rechnung. Ein Tierwärter vom Tropiquarium in Servion hat ein paar von seinen Schützlingen mitgebracht. Er tut gerne beissen. Er beißt nicht nur, er springt auch davon. Kleinen Moment, ich brauche schon ganz ruhig. Ganz ruhig. Der Thomas macht sich Sorgen ums Auge von seinem Basilisk. Halt. Es ist halt manchmal ein Knusch. Während der Fortpflanzung und das Weibchen wird dann auch noch verletzt. Manchmal haben sie kleine Verletzungen oder Kratzer, wo man nicht weiss, woher sie kommen. Er hat sich wahrscheinlich an einem Ast oder an einem Blatt angeschlagen. Auf jeden Fall sieht er nicht mehr gut. Ja, ich glaube, das ist klar. Zum Glück ist es keine schlimme Verletzung und eine Behandlung mit Augentropfen sollte langen. Aber die Gwenael geht auf sicher und fragt ihre Chefin, ob sie echt etwas übersehen hat. Ich eine Bestätigung braucht, weil gerade am Anfang ist es schon wichtig, dass einem jemand sagt, ob man richtig liegt oder falsch. Meistens ist es schon richtig, aber man braucht auch trotzdem jemanden, der sagt, ja, es ist richtig. Bis hinterher geht er. Es geht. Ich mag mich noch gut erinnern, wie ich am Anfang nervös war, wenn ich einen Eingriff machen musste. Theoretisch hätte man alles gewusst. Aber in der Praxis ist alles ein bisschen anders. Da ist man schnell nervös, wenn man ein Tier, ein richtiges Tier in der Hand hat und das theoretische Gelehrte muss anwenden. Aber sie macht das gut. Gwenael hat die richtige Diagnose gestellt. Mit ein paar Augentropfen ist das Auge bald wieder gesund. Und jetzt kommen die Geckos dran. Ich habe hier noch ein paar Namibien. Die haben kleine Punkte. Der Thomas hat auf den Geckos kleine braune Pünktchen entdeckt und vermutet, es seien Läuse. Siehst du, da ist ein ganz voller, der die Haut hell ist. Ja, ich sehe, etwas ist da. Ja, und das ist halt einfach super heikel. Aber wie bringt man die winzigen Läuse unter das Mikroskop zum Untersuchen? Ein erster Versuch mit Wattestäbli. Das ist schwierig. Das funktioniert gar nicht. Zweiter Versuch mit Kleberli. Jackpot! Die Gwenael kann jetzt die winzig kleinen Insekten unter dem Mikroskop anschauen. Ich glaube nicht. Es sind kleine Milben mit einem unaussprechlichen Namen. Aber auf jeden Fall Milben, die man vor allem auf Schlangen findet. In einem Zoo, wo viele Tiere nahe voneinander leben, können so Parasiten zu einem echten Problem werden. Ja, man kann sie sehen. Ja, ist gut. Ja. Aber ich sehe nicht, wie viele Beine sie haben. Ah ja,
Gell? Doch, rechts sieht man drei. Das sind so, ja. So Milben. Eleonore im Jura hat das ganze Wochenende Pickedienst. Tierpraxis Aschewet, Eleonore, grüße. Der Bauer, der anruft, macht sich Sorgen um eine Kuh, die am Kalbern ist. Ist die Fruchtblase schon. Ist sie schon geplatzt? Jawohl. Und spürt ihr schon den Huf? Der Bauer spürt keinen Huf. Vermutlich liegt das ungeborene Rindli in einer ganz schlechten Position. Okay, hört, ich komme sofort. In so einem Fall, wo trotz Wehen Geburt nicht anfängt und das Kälbli nicht rauskommt, muss man sofort reagieren, weil nebst dem Risiko von einer Totgeburt könnte auch die Mutter sterben. Die Zeit drängt. Die Fahrt nach Faye, gerade an der französischen Grenze, dauert eine gute Viertelstunde. Auf seinem Hof züchtet Christophe Kuhrasse Gascon. Zu denen gehört auch die Bonnie. Aber sie ist anders als die anderen. Sie hat ganz einen guten, folgsamen Charakter. Eigentlich die perfekte Kuh. Schon morgen habe ich gesehen, dass sie kalben will. Und dann bin ich alle Stunden schauen. Passiert ist aber nichts. Sie hat gepresst, aber das Kalb hat sich nicht bewegt. Das heisst, es liegt falsch. Der Christophe ist nervös. Er ist 35 und hat den Hof noch nicht so lange. Weil er selber noch wenig Erfahrung hat, setzt er alles auf die Eleonore und ihre Assistentin Gami. Mach. Als erstes kontrolliert Eleonore die Lage des Kalb in der Gebärmutter. Sie schaut schon, ist schon gut. Ist gut so. Jetzt kommt noch ein Überraschungsbesuch. Was ist da los? Es ist der Schwiegervater von Christoph. Sie hat schon am 10 Uhr kalben. Sie hat schon am 10 Uhr telefoniert. Aber ich war eben auch gerade nicht da gewesen. Man muss sie ja selber etwas machen. Vor kurzem hat Nicolas seinen Hof am Schwiegersohn übergeben. Aber er ist trotzdem immer in der Nähe. Wie liegt sie denn? Ich finde kein Füdli. Hast du Schwanz? Ja. Kein Füß. Das habe ich eben gedacht. Normalerweise also, ist ein Kalb mit dem Kopf voran und mit beiden Vorderläufen voraus. Diese Position ist ideal. Das hier liegt nicht nur verkehrt, es hat auch noch die Beine angewinkelt. So kann es rein anatomisch gar nicht gehen. Ich komme nicht an die Läufe her. Sitzt's? Ja, sitzt's. Dann muss man es umdrehen. Nein, es liegt auf dem Bauch, aber ich kann die Beine nicht ausstrecken. Ah, die Läufe. Das ist nicht normal gebogen so. Die sind so. Ich spüre nicht mal Klauen. Das Problem war, das Kälbli ist weit oben gelegen. Nicht mal Klauen konnte ich packen. Darum sitzt kurz. Eleonore versucht vor dem Schwiegervater eine gute Falle zu machen. Veterinär ist ein Männerberuf. Das braucht kräftige Arme. Sie hat nicht die Kraft, Fräulein. Sie ist eine nette, aber das ist ein harter Beruf. Also das braucht viel Kraft. Ich kenne das selber, habe es auch schon gemacht. Die einzige Lösung, die mir noch bleibt, ausser den längeren Arm, ist aufschneiden. Wir machen nicht mehr länger rum. Wir schneiden sie auf. Kaiserschnitt? Jesus Gott. Ein harter Schlag für den Christophe. Ich denke halt gerade das Schlimmste, wenn sie anfängt, von einem Kaiserschnitt zu reden. Das ist schon ein grosser Eingriff. Ja, eben. Ist nicht einfach. Aber Eleonore hat noch ganz ein anderes Problem. Ich bin nicht sicher, ob sie überhaupt noch lebt. Ja. Naja, wir müssen es rausholen. Aber ein Kaiserschnitt bei einem toten Kälbli. Eleonore probiert ruhig zu bleiben. Aber ein Kaiserschnitt ganz allein, das hat sie noch nie gemacht. Es macht keinen Sinn, etwas durchzustieren. Sie braucht Hilfe. Als würde es nicht schon lange, ist heute auch noch Samstag und die Chefin von der Eleonore sind nicht dumm. Die Gami läutet an einen pensionierten Tierarzt an. Ja, wir sind hier, ja. Und... Merci. In der Zwischenzeit macht Eleonore alles parat, was für einen Kaiserschnitt braucht. Aber wo sie zurückkommt, hat Christophe unter dem Druck vom Schwiegervater etwas anderes entschieden. Wir haben gedacht, am besten ist mit uns ab, oder? Wie?
Das müsst ihr entscheiden. Ja. Wir sind für so etwas nicht ausgerüstet. Ja, wenn es keine Füße hat, macht es ja keinen Sinn, oder? Zwischen dem Christoph und seinem Schwiegervater steigt die Spannung. Es ist tot, oder? Ja. Ich denke es. Also, man kann nichts machen. Außer der Doktor kann die Beine strecken. Aber das bezweifle ich, weil wir fast keinen Platz haben. Wenn nur ein Laufbogen wäre, dann vielleicht... Normalerweise machen wir nicht lange hin und her. Wir schneiden auf. Mein Problem ist, das Kälbli ist sicher tot. Wegen dem habe ich Mühe, irgendwie einen Kaiserschnitt zu machen. Ah ja, das stimmt. Oh, schade, sehr schade. Ein schwieriger Entscheid für den Christoph. Kaiserschnitt oder Schlachthof? Etwas muss man machen. He? Das Kalb ist tot, so einen Kaiserschnitt zu machen, kostet 600 bis 700 Franken. Finanziell lohnt sich das gerade überhaupt gar nicht für einen. Sicher nicht ohne Kalb, sondern eine Kuh ohne Kalb. Das ist nicht interessant. Die beste Lösung ist, es abzutun. Es ist entschieden. Kein Kaiserschnitt. Entweder kann man das Kalb auf natürlichem Weg rausholen oder die Pony endet auf dem Schlachthof. Die Eleonore gibt noch nicht auf. Bald kommt der Dr. Bonnemann. Er hat mehr Erfahrung. Vielleicht kann er die Pony retten. Im Tierspital zu Bern geht es ziemlich hektisch zu und her. Der Hund Falco, der von einem Lieferwagen mitgeschleppt worden ist, steht immer noch unter Morphium. Okay, das ist es so. Tu doch mal die William ist dran, die Operation vorzubereiten. Im Ganzen sind etwa 10 Leute dabei. So einen Eingriff hat es noch nie gegeben. Der schwer verletzte Falco wird in den Operationstrakt gebracht. Er muss an den Pfoten und am Brustkorb operiert werden. Inzwischen redet das ganze Spital von ihm. Das kommt nie gut. Auto mit Hund. Hast du das nicht gewusst? Auto mit Hund? Dann verlierst du. Das OP-Team versucht alles, um den Falco seinem Besitzer wieder gesund und munter zurückzugeben. Er ist sehr sozial. Er liebt Menschen. Er hat seinen Kopf, seinen Ring. Ich bin ledig, habe kein Kind. Er ist mein Begleiter. Manchmal stehe ich dreimal vom Sofa auf, um zu schauen, ob alles okay ist. Nur weil ich nicht höre. Die ganze Woche ohne ihn, das kommt mir komisch vor. 9 Personen stehen um den Falco herum, um seine Wunden zu desinfizieren und nähen. Sogar für geübte Augen sind die offenen Wunden zu viel. Es ist ein heikler und riskanter Eingriff. Die grösste Gefahr im Moment ist, dass neue Bakterien eingeschleppt werden und dass er noch weiter könnte verletzt werden. Das verschlimmert und das will man vermeiden. Der Eingriff dauert ganze 3 Stunden. Das Herzli soll Falco ein bisschen Mut machen. Der Chirurge ist bewusst, dass die Wunden in den nächsten 24 Stunden noch mehr brennen. Der erste Tag ist noch nicht der schlimmste. Am zweiten Tag wird es noch drüber. Die Haut und die Wunden herum könnten alle absterben. Und dann haben wir eine Wunde, die noch grösser ist. Als am ersten Tag. Zum Glück geben die Röntgenbilder wieder ein bisschen Hoffnung. Wenigstens hat der Falco nichts gebrochen. Aber als er aufwacht, hat er unerträgliche Schmerzen. Man muss ihn gerade wieder betäuben. Das Wichtigste im Moment ist die Schmerzbehandlung. Der Falco kommt wieder auf die Intensivstation, wo er Tag und Nacht überwacht wird. In Roll kommt ein grosser, scheuer Hund zu der Gwenaëlle. Er heisst Apache. Grüß dich, Gwenaëlle Menou. Freut mich. Seit ein paar Tagen ist er nicht mehr so gut zu Weg. Das Sundat, Roman und Luan machen sich Sorgen. Die haben ihn gerade auf die Waage, ja? Apache, komm. Apache. Mein Mann und ich sind Hundetrainer. Und der Apache ist für uns besonders wichtig. Das ist klar. Ich meine, wenn wir irgendetwas machen können, was es auch immer kostet, was auch immer muss sein, wir machen es, er ist unser Liebling. Was ist denn mit dem Apache? Also, er hängt mit dem rechten Vorderlauf. Okay. Am Anfang hat er nur kurz komplett nach dem Aufstehen. Und dann ist es immer mehr und immer mehr geworden. Es kann natürlich Gärsen, Hunger,
humpeln, wenn die Muskeln noch kalt sind. Etwas tut ihm sicher recht weh. Und das wollen wir eben nicht lassen. Ist es von einem Tag auf den anderen gekommen? Es ist ganz langsam gekommen, mehr und mehr. Ich habe es nicht gerade realisiert. Bei den ersten paar Schritten war es nur mehr. Und manchmal bleibt er stehen und hat zwei. Okay. Und wenn er wieder eingelaufen ist, dann geht's. Okay, klar. Etwas stört ihn. Vielleicht hat er Schmerzen. Tiere sind wie Menschen. Die Schmerzen können die einen besser und die anderen weniger verleiden. Ich würde sehr gerne noch schauen, wie dass er draussen läuft. Kein Problem. Komm mal fest. Gwenaëlle will es genau wissen und fragt, ob der Abbas draussen ein paar Schritte machen könnte. Aber um diese Zeit sind dem Abbas seine Muskeln warm. Er zeigt keine Anzeichen von Schmerzen oder sonst etwas, das ihn behindert. Es bringt ihm nicht gerade ins Auge, dass er hinkt. Aber eben heute ist er schon spazieren, also läuft er ganz normal jetzt. Hat er schon früher mal gehumpelt oder sonst etwas gehabt? Seitdem wir ihn haben, nicht, aber er hat eine schwierige Vergangenheit. Woher kommt er? Spanien. Der Hunger ist ausgesetzt worden. Vor uns hatten wir schon eine andere Familie gehabt. Anscheinend ist das nicht gegangen. Sie haben es nicht geschafft. Er ist komplett traumatisiert. Unberührbar. Penis ist vorne beschädigt. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ja. Die Zunge ist wie verfledert. Ja. Hast du am Anfang dürfen streicheln? Nein. No. Was hast du gemacht? In Ruhe lassen. Und die Vergangenheit des Abbas gibt Gwenaëlle zu denken. Während dem Studium hat sie in Spanien ein Praktikum gemacht. Ich habe 2 Wochen in einem Tierheim in Sevilla gearbeitet. Mit 550 Hunden. Also, es läuft anders. Eine andere Medizin. Man sieht Sachen, die man bei uns nicht unbedingt sieht oder höchst selten. Hunde gesehen, mit Zigaretten verbrannt. Das hat mich schockiert. Oder Schrotreste in den Pfoten, wo die einfach nach der Jagd ausgesetzt haben. Obwohl der Hund normalerweise ängstlich ist, reagiert er praktisch nicht, wenn Gwenaëlle an seinen Beinen umdrückt und ihm sicher wehtut. Was steckt hinter dieser Apathie? Jahrelange Misshandlungen? Ich vermute stark, es ist eine Arthrose. Sie hat den Hund mit 4 bekommen und sie weiss nicht, was er durchgemacht hat. Vielleicht hat er eine schlechte Behandlung gehabt oder einen Beinbruch, der dann schlecht verheilt ist. Und jetzt hat er eine Arthrose an dieser Stelle. Das ist ein bisschen komisch, weil eine Arthrose nur an einem Bein hat. Leider kann er uns nicht erzählen, was passiert ist. Ich würde gerne eine entzündungshemmende Behandlung machen. Mit dieser Behandlung hat Gwenaëlle noch ein bisschen Zeit gewinnen, um zu schauen, wie sich das Bein vom Abbas entwickelt. Wenn es nicht besser wird, müsste man röntgen. Ich würde manchmal am liebsten alle möglichen Untersuchungen machen. Aber es ist auch eine Frage von Geld, darum ist es bei weniger schlimmen Fällen. Meistens das Beste, wenn man ein bisschen länger zuwartet, dann manchmal erholt sich der Körper ganz von selber, ja. Hey du, mein Grosser, dir macht das Ganze gar nicht so viel aus, gell? Ich gehe schnell Horti alles parat machen. Arthrose ist zwar lästig, aber wir können sie behandeln. Mit entzündungshemmenden Mitteln oder mit anderen Methoden. Vielleicht gehen wir noch zu einem Osteopathen. Der Abbas und seine Familie gehen beruhigt wieder heim. Unterdessen ist Eleonore voll im Stress. Sie probiert immer wieder das Kälbli aus dem Bauch der Bonnie zu ziehen. Ein letzter Versuch soll der Besitzer, der Christoph, selber machen. Weil bei jeder Wehe wird ihr Arm von der Gebärmutter zusammengedrückt. Ich gebe jetzt Alkohol. Die Eleonore schlägt vor, der Kuh Wein zu geben, damit sie mit dem Pressen aufhört. Ich komme nicht rein. Achtung, ich habe ein Gelenk. Ich weiss, meine Liebe, es tut weh. Mit dem Wein sollten die Wehen schwächer werden. Vielleicht könnten so das Kälbchen gleich noch rausziehen. Die Frau von Christoph gibt den Boni Wein, während der Christoph noch einmal probiert, seine Kuh zu retten. Ah, jetzt verstehe ich es. Ja, es ist hingeklemmt, oder? Also, jetzt ziehen sie gleich rauf, oder? Das ist jetzt mit der Hand packen und gegen euch ziehen, hä? Also, ich muss die Klauen packen. Mm. Das fehlt nicht viel. Ja, ja.
Ich habe es probiert zu kehren, oder? Irgendwie. Es hat nicht viel gefehlt. Ich bin fast bis zur Klaue gekommen, aber mir fehlt Erfahrung. Kommt ihr mit den Fingern her? Ja, fast. Ich habe es wirklich fast. Wirklich fast nicht mehr. Ja, ich habe es fast. Es wird nicht viel. Hör auf, pressen! Der Christoph macht alles, was er kann, um seine Kuh zu retten. Grüß dich, Dr. Bonnemann. Zum Glück kommt jetzt doch noch Verstärkung. Der Dr. Bonnemann ist da. Wir haben probiert, läuft die Strecke. Sie sind beide total angewickelt. Der Dr. Bonnemann ist seit 4 Jahren pensioniert. Aber er ist noch genauso geschickt wie früher. Ah, okay. Er sitzt. Ja. Zum Gebärmutter entspannen, haben Sie etwas gegeben? Nein. Das können wir noch versuchen. Das gibt mir Platz zum Arbeiten. Es muss Corella sein. Ja. Eleonore gibt der Boni eine Spritze mit einem Muskelentspannungsmittel. Bei dieser ganzen Aktion hat sich Eleonore an der Hand verletzt und muss jetzt untätig zuschauen. Nein, ich bereue es nicht, eine Frau zu sein. Und doch kommt man sich manchmal so ohnmächtig vor, dass man sich einfach Vorwürfe macht. Warum, weiss ich nicht. Schließlich ist jeder, wie er ist. Aber das Gefühl von Hilflosigkeit, das ärgert mich schon. Es hat keinen Platz zum Drehen. Und plötzlich gelingt es am Dr. Bonnemann doch noch, 2 Läufe von dem toten Kälbli rauszuziehen. Habt ihr beide? Es ist immer schwierig, wenn es in den Becken vorauskommt, weil der Kopf kommt wie ein Keil voraus im Geburtskanal. Wie ein Block steckt jetzt der Körper im Kanal. Und das Fehler liegt auch noch gegen den Strich. Es ist wirklich schwierig. In diesem Moment haben wir nur gedacht, es ist alles gut, jetzt müssen wir noch das Kalb rausziehen und sind wir froh, dass es keinen Kaiserschnitt gebraucht hat. Seht ihr, wie lange das er gebraucht hat? Hä? Wäre schon heute Morgen gekommen, wäre alles jetzt gut. Aber so ist es halt. Ich bereue nichts. Die Spannung lässt nach und sogar der Schwiegervater wird freundlicher. Sie sind halt zu kurz. Aber ja, hat er keine Verlängerung dabei? Nein, schön wär's. Wäre praktisch, aber leider. Das müsste es irgendwie geben. Ja, das stimmt, das geben. Sie ist sympathisch. Sehr sogar, aber sie muss halt einfach noch viel lernen. Das ist bei allen so. Das kommt ja schon. Aber fürs Kalb, da braucht es einfach schon noch starke Arme und zünftige Kraft. Hä? Das ist jetzt etwas, was ich nicht kenne. Ich weiss, wenn es nicht geht, geht es nicht. Niemand kann zaubern. Als letzter Schritt muss das tote Kalb mit der Abkalbhilfe rausgeholt werden. Warte mal. Braucht ihr noch mehr Schäl? Ein bisschen Ruhe. Da kommt der Schenkel durch. Ja. Noch ein bisschen. Die Boni kann nicht mehr und lässt sich völlig erschöpft am Boden fallen. Das Kalb muss dringend raus. Eleonore wird langsam unruhig. Das dauert schon viel zu lang. Und jetzt lösen. Da, warte, drunter. Klemmt, blockiert. Es ist gross. Es ist gross. Leider ist es nicht gegangen. Hast nicht. Auch mit dem Gerät nicht. Können holen. Die Komplikation hätte ich nicht erwartet. Und ich dachte, läuft die Strecke, ist das Problem gewesen, das ich nicht einfach so lösen konnte. Aber sobald wir die 2 Läufe nehmen konnten, kommt es dann raus. Aber es hat nicht kommen. Für die Boni gibt es noch 2 Möglichkeiten. Ein Kaiserschnitt oder das Schlachthaus. Wir als Tierärzte wollen natürlich einen Kaiserschnitt machen und das Leben von Kuh retten. Aber das können wir nicht entscheiden. So, jetzt haben wir noch 2 Möglichkeiten. Der Christoph und seine Frau stehen vor einer schweren Entscheidung. Ein Kaiserschnitt ist teuer. Und wer weiß, ob die Boni nochmal kalbern kann. Eine Kuh ohne Kalb ist nicht rentabel. Es ist hart, aber das Tier abtun oder einen Kaiserschnitt, das ist nicht einfach, oder? Viel Zeit zum Überlegen gibt es nicht.
Es ist ein Liebstier und ich hätte ehrlich gesagt lieber einen Kaiserschnitt gemacht. Aber der Schwiegervater war gar nicht dafür. Und er hat halt noch etwas zu sagen auf dem Hof. Ich höre gerne auf ihn. Er hat einfach mehr Erfahrung. Aber eben. Was wollen wir auch machen? Abtun und fertig. Wir haben ja Grosskinder. Hier geht es nicht um Kinder. Es geht nur um eine Kuh. Das ist nicht so schlimm. Es ist ein Verlust. Das gehört einfach zum Beruf. Es geht nicht gegen alles, wie wir wollen. Alles Lebige kann krank werden. Wir haben 150 Tiere. Da muss man nicht lange überlegen. Der Fall ist klar. Christoph muss die Pony zum Metzger bringen, auch wenn es ihm noch so schwer fällt. Das tut mir wirklich sehr weh, ja, mit dem Tier zum Metzger zu gehen. Bei einer anderen Kuh, ja, da hat es mir weniger weh da. Aber Pony war wirklich ein gutes Tier. Eleonore ist auf dem Heimweg. Die junge Tierärztin aus der Stadt muss noch lernen, dass die Welt der Bauern eine rauche Welt ist. Das ist das, was einem am meisten frustriert an diesem Job. Man darf nie vergessen, dass es bei Nutztieren immer einen finanziellen Aspekt gibt. Die Leute können noch so an einem Tier hängen. Sie leben von ihnen. Es ist ihre Einnahmequelle. Und wir als Veterinäre vergessen das gerne. Es ist halt einfach so, wenn man halt jung ist und frisch von der Universität und ein bisschen idealistisch, aber so in der Realität sieht man schnell, wie es ist. Es ist frustrierend und enttäuschend. Sogar traurig, weil ich bin sicher, es wäre gut rausgekommen. Auch die Gwenael von der Tierpraxis Troll hat einen langen Tag hinter sich. Ob kleine Wehwehli oder ein grosser Schreck, alle Tiere haben am Schluss wieder heimgekommen. Hey, Sally. Du. Fertig chippet. Ja, chippet. Ade! Ade, Minang! Ihr fahrt jetzt zuerst ein Speisle und nachher gibt's Essen. Nur noch das Marderbaby ist noch da. Weil es ein Wildtier ist, darf man es nicht adoptieren. Die Gwenael probiert, ob sie es in einem Zoo oder bei einem Wildhüter unterbringen kann. Grüß dich, das ist Gwenael Menu. Ich rufe an, weil unsere Tierpraxis hat ein junges Marterli bekommen, am Wochenende, wo noch die Augen zu hat. Wir haben es beobachtet und gefüttert. Und jetzt wollen wir wissen, wo wir es zur Pflege geben können. Was macht ihr nicht? Ja, also, die Augen sind noch zu und es ist noch super gutes Weg. Und wenn wir es einfach noch behalten würden. Aber ja, ich weiss. Dürfen wir das? Wir würden es später wieder aussetzen. Ja. Mhm. Ja. Natürlich nur so lange, bis es überleben kann. Weil die Tiere zu halten, ist verboten. Und darum habe ich gedacht, wir könnten sie in ein Heim oder so bringen. Aber die haben schon genug Probleme mit Marter. Und wenn die Augen noch zu sind, hat es keine Chance. Wir werden sie einschläfern. Keine Wahl. Es ist verboten, es bei uns zu behalten. Also, dann machen wir halt, was wir müssen. Das ist schade. Falco. In Bern treffen wir den Falco wieder, der von einem Lieferwagen auf der Straße nachgeschleift worden ist. Seit 3 Monaten lebt er in dieser Hundebox. Aber heute ist ein besonderer Tag für den Falco, der der Liebling vom Spital geworden ist. Also er ist super. Hey. Nach all diesen Monaten ist er noch lieb zu uns, obwohl man ständig an ihm herumgetöckelt hat und hier und da noch etwas hat müssen kontrollieren oder regeln. Er war eigentlich ging froh, gewesen, uns zu sehen. Auch für den Yves ist es endlich soweit. Grüß dich. Komm, meine Hunde holen. Klar, ich schaue im System. Der Falco geht wieder heim. Hey, wer ist da? Hä? Schau da, Sally, Schnucki, Sally. Hä? Oh, wie geht's dir? Hä? Wir gehen wieder heim, hä? Gehen wir wieder heim. Hey, gehen wir heim. Also, komm.
so, hä? Oh, du siehst wieder voll besser aus, gell? Oh, ja. Es sieht recht gut aus, hä? Die Augen sind wach. Man sieht, er möchte umspringen. Hä? Gell? Nein, aber es fängt ihn wieder zurückzuholen. Es macht einfach Freude, ihn wieder zu sehen. Wie geht's deinen Pfoten? Ist ja noch alles dran? Deinen Pfoten. Hä? Alles nachgewachsen? Weiss nicht wie, aber ist noch alles dran? Wie macht die Katze? Miau! Wo ist sie? Wo ist sie? Noch ein paar Wochen Reha und dann kann der Falco wieder normal laufen. Hey, ja. Also los, komm! Nein, sicher nicht runterkumpen. Der Yves kommt eine gesalzene Rechnung über. 18'000 Franken für den Spitalaufenthalt. Er hat seinen Hund um jeden Preis retten und hat dafür seine Ersparnis geopfert. Die Versicherung vom Lieferwagen übernimmt nur einen Teil davon. Und jetzt noch die Vorschau auf die nächste Folge von «Tierärztin 24-7». Die Eleonor im Jura hat die grösste Mühe, den Juliette ihre Klauen zu behandeln. Ja, ich weiss, dass das nicht passt. Im Tierspital zu Bern probiert William alles, um den Welpen Leo zu retten, der einen tödlichen Virus in sich trägt. Ja, man hat keine Chance. Entweder es geht gut oder eben nicht. Gwenaëlle muss Sissi operieren. Dem Küngel ist ein Bein amputiert worden und jetzt hat er die Klammern vom Verband weggemacht.